Ja, jetzt muss ich erst einmal Grüß Gott sagen. Da sitzt er nun, der Gerhard Polt, geboren in München am 7. Mai vor 80 Jahren. Hat er Lust, auf sein berufliches Leben zurückzuschauen? Das will ich ja gar nicht machen. Sondern ich wollte eigentlich nur erzählen, ich werde jetzt 80 Jahre oder ich werde halt älter und erzähle ein bisschen, wie ich zum Humor stehe. Typisch Polt, möchte man sagen, diese knorrige bayerische Eiche, seit über 40 Jahren unterwegs in Sachen Humor. Ob auf Bühnen, in Zelten, im Fernsehen oder im Kino. Jetzt sag einmal schön grüß Gott, das sind die Herrschaften vom Fernsehen. Grüß Sie Gott, Herr Mayer. Ja, wie geht's Ihnen? Na ja. Aha, ja toll. Entschuldigen Sie, wir haben in Bayern gespielt. Interessiert er sich für den Sport? Ja, ja. Polts Humor orientiert sich an der klassischen Karl-Valentin-Schule. Selbst gebürtiger Münchner, zeitweise daheim in der Maxvorstadt, so wie sein Vorbild. Es ist jedoch nicht die groteske Körpersprache, die es ihm angetan hat. Vielmehr setzt Polt auf die kleinen Akzente, auf den Hintersinn. Ich bin ja immer wieder gefragt worden, wie ist das mit dem Humor? Was halten Sie vom Humor? Meine Schlussfolgerung war immer, Humor ist eigentlich nur, wenn er stattfindet. Weil wenn er nicht stattfindet, dann ist er heute nicht. Doch auch das Laute ist dem studierten Politikwissenschaftler und fließend schwedisch sprechenden Polt nie fremd gewesen. Wenn es kracht, dann richtig. Nur ist der Adi zu den Zwetschgenmeinden hingegangen und hat ihn gefragt, aber ganz höflich. Nur hat er gesagt, Spezi. Bitte, Kompanie, angetreten zur Aktion Essen für den Frieden. Gerhard Polt hat also nicht viel Lust, biografische Daten zu seinem 80. Geburtstag abzuhaken. Die kann man schließlich überall nachlesen. Er spricht in diesem Film viel lieber über sein Lieblingsthema, Humor. Schließlich ist der Mensch ein Viech. Was lacht? Stimmt, also ich habe Schildkröten auch noch nie lachen sehen, auch nicht einmal einen Hund. Obwohl es Leute gibt, die behaupten, ihr Hund hat einen Humor. Man muss Gerhard Polt dankbar sein, dass er sich dem üblichen Jubiläumsformat verweigert hat. Vermutlich ist genau deshalb ein schönes Porträt entstanden, das viel tiefer in die Gedankenwelt eines Kabarettisten und Humoristen blicken lässt, der seit mehreren Dekaden zu den klügsten und lustigsten in Deutschland gehört. Ich sage immer wieder, sagt Leute, ja, schauen Sie sich in den Spiegel, sehen Sie, dass Sie sich verändern. Sage ich, ich schaue fast immer in den Spiegel. Aber ich sehe fast nie, dass sich da was verändert. Ich sehe, glaube ich, nur mich.